So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Video anfange, also ganz kurz, im Hintergrund seht ihr ein selbst erspieltes Gameplay von Call of Duty Modern Warfare, was ich so in den letzten paar Tagen so zwischendurch mal erspielt habe und aufgenommen habe nebenbei. Ja, ich entschuldige mich auch schon mal vorab für diese 720p Auflösung, weil meine PlayStation 4, da ich ja nicht die PlayStation 4 Pro habe, sondern nur die normale, die nimmt das halt leider nur in 720p auf, was halt den Nachteil hat, dass das Bild halt nicht HD ist. Gut, so viel dazu, denn ja, derjenige, der das oder der die Beta-Videos zu Cold War gesehen hat, der wird wissen, dass ich das auch da in HD aufgenommen habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht jetzt auch gar nicht um das Spiel, sondern um was ganz anderes, Freunde. Denn auch wenn die letzte Woche richtig anstrengend war für mich, ja, auch wegen Schule, technisch und so, muss ich trotzdem sagen, hatte diese Woche echt was Tolles, beziehungsweise was Besonderes an sich, was ich so schnell erstmal nicht vergessen werde. Und zwar, Freunde, haben wir nämlich die 100 Abonnenten geknackt. Ja, ich weiß noch, vor 2 Wochen hatte ich noch so 68, 70 Abonnenten, so um den Dreh. Und auf einmal habe ich jetzt innerhalb von einer Woche 30 Abos dazu gemacht. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, es waren so 32, 35 Abos um den Dreh. Und ja, bevor ich da jetzt erstmal erkläre, wie es dazu gekommen ist, ja, will ich erstmal ein großes, großes, großes Dankeschön an alle meine Abonnenten, an alle meine Zuschauer richten. Ein großes, großes Dankeschön, dass ihr ein Abo dagelassen habt, dass ihr meine Videos schaut, meine Videos kommentiert, auch eine Bewertung da lasst, jetzt in Form von einem Like oder Dislike halt. Und dass ihr da halt, ja, dass ihr euch den Scheiß, den ich da wirklich teilweise produziere, auch anguckt. Ja, das ist eine krasse Sache. Ja, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich mal so aufgeht, in Anführungszeichen. Ja, das Ding ist nämlich schon damals, ja, ich denke mal, viele von euch kennen das. Damals hat man dann noch vom PC gehockt, ja, ich damals von meinem Windows XP-Rechner, ne, der dann auch nicht mal Minecraft, auf dem man nicht mal Minecraft zocken konnte, hat man dann natürlich auf YouTube dann immer Gronkh geguckt, ne? Und da hat es dann angefangen, so mit dem Traum, ja, ich will auch YouTuber werden, ne? Ihr kennt das vielleicht, ne? Da hat man so seine Vorbilder und dann will man natürlich auch so werden. Und seitdem hatte ich immer schon den Wunsch, ich möchte eigentlich mal so YouTube als mein Nebenhobby machen. Und ja, man siehe da, nach ein paar Jahren etwas längerer Arbeit hat es tatsächlich dann auch funktioniert. Ich hatte immer wieder mal so ein paar Phasen, wo ich weniger hochgeladen habe. Das lag daran, dass ich teilweise keine Zeit und keine Lust hatte, wo das einfach nicht ging wegen Equipment, also Technik und so weiter und so fort. Denn es ist auch so, man will natürlich auch Content liefern, den die Leute sich auch irgendwie angucken können und vielleicht den ihr auch interessiert, ne? Und ja, ich könnte ja natürlich jetzt sagen, diese 100 Abos, ne, oder beziehungsweise diese 35 Abos da plus, die sind ja nicht irgendwie einfach so gekommen, ja, die müssen ja durch irgendwas gekommen sein. Und der Scheiß ist, Freunde, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, ich habe so ein bisschen getrickst, ich habe eigentlich was Gemeines gemacht, wo jetzt vielleicht viele sagen würden, ey, ja, du hast die jetzt so unehrenhaft erkämpft, mehr oder weniger. Das Ding ist nämlich, ihr kennt doch bestimmt alle SpongeBob Schwammkopf. Und das Ding war, ich habe vor, ich weiß gar nicht, vor Ewigkeiten mal diese eine ganz bestimmte Szene gesucht, welche das genau ist. Ihr könnt einfach auf meinem Kanal gucken, da ist dann vor ungefähr einem Monat ist da diese Folge bzw. diese Szene, habe ich hochgeladen. Denn ich habe diese Szene nirgendwo auf YouTube gefunden. Und der Witz war aber, die war schon mal hochgeladen. Ich habe sie bloß einfach nicht gefunden. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Lad doch einfach mal diesen Clip hoch. Ja, ich habe die DVD rausgesucht, wo die Folge drauf war, habe die Szene rausgeschnitten, habe die dann halt bearbeitet und gerendert und dann hochgeladen. Und ja, nach einem guten Monat hat das dann mit mal richtig angefangen, in die tausende Aufrufe zu gehen, ja. Ja. Und ach so, fällt mir gerade noch ein so zwischendurch. Also nicht wundern, ich nehme das Ganze gerade so am Stück auf, also diese Ton-Audio-Spur hier, weil ich will das jetzt nicht irgendwie cutten oder so. Ich will das so ein bisschen auf Retalk-Basis halten, damit es auch ein bisschen
realer rüberkommt, sage ich jetzt mal so, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann halt diese Szene hochgeladen habe und am Anfang, die ersten 2-3 Wochen war halt nicht so viel. Ja, da hat das vielleicht so 40, 50, vielleicht auch 80 Aufrufe gehabt und das war schon für meine Verhältnisse echt viel und da habe ich mich schon mega drüber gefreut. Aber als es dann mit mal in die 100 Aufrufe ging, ist meine Fresse, ich kann kein Deutsch, in die 500 Aufrufe und dann auf einmal in die 1000, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Alter, das ist krank. Das ist echt verrückt, dieser scheiß YouTube-Algorithmus, weil man muss mal überlegen, ich habe jetzt schon immer wieder Phasen halt gehabt, wo ich halt was produziert habe und mal nicht. So, wo dann auch mal monatelang Pause war, weil ich einfach keine Videoideen hatte und auch teilweise einfach nicht motiviert war, ne? Und das ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders, weil man mittlerweile auch ein bisschen mehr sich darauf fixieren will, weil man weiß, okay, ich will da auch was draus machen. Aber das ist ein anderes Thema, da kann ich irgendwann nochmal speziell drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, verdammte Scheiße, ja, ich bin ein bisschen durcheinander gerade, weil ich habe mir auch kein Skript geschrieben oder so, oder Stichpunkt oder so, ich glaube, das ist gerade voll Schnauze. Auf jeden Fall ist es so, ich war ganz schön überwältigt, dass wir halt so viele Aufrufe auf dieses Video bekommen haben und im Verhältnis zu den anderen Videos hast du halt schon gemerkt, dass der YouTube-Algorithmus wirklich nur Videos hervorhebt, die auch die Allgemeinheit ansprechen. Das heißt also, ich habe jetzt Videos von Cold War gemacht, von der Alpha, von der Beta. Ich habe auch nebenbei so ein paar Videos gemacht von Five Nights at Freddy's und anderen Spielen, die ich mal so getestet habe. Und die haben alle nur so 20 bis 30, vielleicht auch bis 40 Aufrufe. Aber dann ist meistens Schluss. Und da merkst du einfach mal, dass ich zwar deine Abonnenten das auch angucken, worüber ich mich auch freue, weil 30, 40 Aufrufe ist für mein Verhältnis schon viel und 2-3 Likes, ja, das sind für mich auch schon jede Menge und eine gute Bewertung, mit der ich auch ziemlich gut was anfangen kann. Aber halt dann auf einmal tausende von Aufrufen, ja, auf so ein SpongeBob-Video zu bekommen, einfach so, das ist schon krass. Und ich kann ja mal eben gucken bei YouTube Studio. Ich habe ja gerade mein Handy hier, da habe ich die App drauf für YouTube Studio. Wir haben im jetzigen Standpunkt, ja, es ist Freitag, 21.34 Uhr, also 9:30 Uhr. Und ja, eigentlich wollte ich das Video heute Abend noch hochladen, aber ich denke, ihr werdet das einen Tag später, also am Samstag, heute, wo ihr das wahrscheinlich guckt, werdet ihr das sehen. Einen Tag später, weil ich jetzt nicht mehr so krass Lust habe nach dieser Woche, das jetzt noch wirklich zu schneiden. Ich nehme jetzt halt nur noch diese Audiospur auf und klatsche dann einfach unter das Gameplay und so. Ja, aber wie gesagt, zu dem SpongeBob-Video. Mittlerweile hat das Video 30.695 Aufrufe, 56 Kommentare und 944 Likes und 14 Dislikes. Das ist krass. Also man merkt einfach mal, dass das einfach dieser scheiß YouTube-Algorithmus ist, ne? Der dieses Video so hervorgehoben hat. Ich bin eigentlich ein Kanal gewesen, ja, oder ein YouTuber gewesen, um den sich sonst so keiner geschert hat, weil, ich sag's mal so, ein YouTuber, der hier und da mal ab und zu mal ein Video hochlädt, wo er irgendein Spiel zockt, das interessiert nicht jeden. Und da lade ich einfach mal so ein Video hoch von SpongeBob und auf einmal kommen die Abonnenten. Das ist schon krass. Und der Witz ist ja, ich kann auch hier nochmal gucken, im aktuellen Stand haben wir 110 Abonnenten. Das heißt, wir sind sogar schon 10 Abonnenten über die 100. Und ja, eigentlich ist das auch nur so ein kleines Danke-Video an meine Abonnenten, an meine Zuschauer und so weiter und so fort. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da großartig machen soll. Ich kann eigentlich im Moment gerade nur sagen, ein großes Dankeschön. Und ich weiß, dass die meisten Abos natürlich jetzt durch das SpongeBob-Video kamen. Und ich möchte auch da nochmal sagen, da werden natürlich auch in Zukunft mehr kommen. Wenn ihr einen Wunsch habt, welche Szene von SpongeBob ihr gerne mal sehen würdet, die es vielleicht nicht auf YouTube gibt oder nicht auf Deutsch, schreibt es in die Kommentare. Am besten noch, welche Staffel, welche Folge und wie diese Folge heißt. Und welchen oder welche Szene ihr gerne sehen möchtet, dann kann ich das natürlich viel schneller abarbeiten und diese Szene raussuchen, als dass, wenn ich da erstmal suchen muss.
Ja, und jeder, der jetzt denkt, so, ja, das hat er nur gemacht, weil er damit Geld verdienen will, da muss ich sagen, Leute, ich verdiene damit keinen einzigen Cent. Man könnte natürlich denken, 30.000 Aufrufe, das gibt schon ein paar Euro, aber das kann vielleicht sogar sein, aber in dem Fall leider nicht für mich. Denn es ist so, da ich nicht die Rechte an dieser SpongeBob-Szene habe, ja, sondern halt die Leute, die Rechte an SpongeBob haben, bekommen halt das Geld, was halt, also diese Einnahmen, die das durch das Video kommen, bekommen halt die Leute, die da Rechte dran haben. Das heißt, ich bin quasi nur derjenige, der die Scheiße ausstrahlt, und die Leute, die die Rechte dran haben, reiben sich natürlich die Hände. Ist mir aber persönlich scheißegal, weil ich sag euch jetzt mal was, Leute. Ich habe YouTube nie mit dem Aspekt angefangen, Kohle zu scheffeln. Niemals. Also, man muss sich das mal so vorstellen, ich hatte das eigentlich immer im Hinterkopf als Spaßprojekt, dass man so nebenbei Let's Plays macht und vielleicht noch ein paar andere Formate, und dass man einfach, ja, die Leute ein bisschen bespaßt, die Langeweile haben, die abends ein bisschen abschalten wollen, die vielleicht, ja, keine Ahnung, zum Entspannen, irgendwie so eine, irgendwie sowas, weißt du? Und das sind halt so die Dinge, wo ich sage, ganz ehrlich, ich muss mit YouTube definitiv kein Geld verdienen. Das ist mir nicht so wichtig. Mir ist es viel lieber, ich habe eine gute Community, die auch regelmäßig meine Videos guckt, wenn ich was hochlade, die auch daran interessiert sind, was ich hochlade, die vielleicht auch den einen oder anderen Wunsch da lassen, was sie gerne mal sehen möchten, die vielleicht auch eine Bewertung da lassen, was ja auch gemacht wird. Und selbst, Leute, wenn ihr auch Dislikes gibt, ich nehme das jetzt nicht persönlich, dass oder auch auf einem Video, was ich selber jetzt produziere, jetzt nicht irgendein SpongeBob-Clip oder so, wenn ihr darauf ein Dislike gibt, das ist nämlich nicht persönlich, das ist natürlich eure Meinung, ob ihr das Format, was ich da mache, oder das Spiel, was ich da hochlade, gut oder schlecht findet. Das ist ganz eure Entscheidung, ob ihr das gut oder schlecht findet. Ich nehme das auf jeden Fall nicht persönlich, weil man lernt ja auch ein bisschen da draußen, ne, was die Leute gerne sehen möchten und was nicht. Und ja, ich lade aber eigentlich schon wieder viel zu lange. Warte mal. Oh ja, das sind jetzt bestimmt schon fast 10 Minuten wieder. Und ich wollte gar nicht so lange labern. Es ist aber halt einfach so, dass ich da jetzt gut in Gesprächslaune komme, weil das einfach ein schönes Gefühl ist zu wissen, es gibt wirklich Leute da draußen, die sich den Scheiß, den du da hochlädst, angucken. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache. Und ich kann es eigentlich immer nur wieder sagen, ein großes, großes Dankeschön an jeden einzelnen Abonnenten, egal ob ihr neu dazugekommen seid, ob ihr schon von Tag 1 dabei seid oder zwischendurch dazugekommen seid. Ein großes Dankeschön an alle da draußen. Ihr helft mir dabei, quasi was aufzubauen, wovon ich quasi schon immer ein bisschen geträumt habe. Und das Ding ist, ich will das ja auch nicht so als Einzelding machen, ja, für mich. Ich mache das ja auch nicht für mich, ich mache das auch nicht unbedingt nur für euch. Ich mache das für uns alle quasi, für die Community, ja. Und um es genauer zu sagen, ich möchte quasi auch jeden ein bisschen dran teilhaben, an dem, was wir da machen, weil für mich ist immer ganz wichtig, YouTube ist nicht einfach nur Fernsehen oder, weiß ich nicht, oder Unterhaltungsprogramm. Für mich ist das was, wo alle was von haben sollen, was Gemeinschaftliches. Und ob ich jetzt ein Let's Play mache, wo ich irgendein ganzes Spiel durchziehe oder nur ein einzelnes Video oder eine Review oder whatever, ich will immer, dass die Leute daran auch Spaß haben, beziehungsweise gut informiert sind, je nachdem, was man halt für Videotypen hat, ob es jetzt eine Review ist oder Let's Play oder etc., ihr wisst Bescheid. Und ja, mir ist eigentlich schon wichtig, dass man die Wünsche der Community eingeht und erfüllen kann. Ich muss dazu sagen, ich kann leider nicht immer alles erfüllen, weil mit Urheberrecht und so ist es manchmal echt schwierig. Ich habe auch schon mal ein Video gehabt, wo YouTube das komplett gestrikt hat, wo gesagt hat, nee, geht gar nicht, du hast da null Rechte dran. Wird nirgendwo veröffentlicht. Fand ich scheiße, ist aber leider so. Boah, Alter. Der Energy kickt so ein bisschen gerade. ja. Was wollte ich sagen? Genau. Und ja, also nochmal ein großes, großes Dankeschön an alle. Ihr seid eine geile Community und ich hoffe, dass es auch in Zukunft noch weiter ansteigt, dass wir in Zukunft noch mehr, ja, ich sag mal, noch mehr Abonnenten dazu bekommen, beziehungsweise noch mehr Zuschauer-Abonnenten, klingt immer so geldgeil. Einfach noch mehr Zuschauer dazu bekommen, die auch an dem, was ich da hochlade, Spaß haben
Und eigentlich würde ich am liebsten noch ganz andere Sachen hochladen. Das Problem ist einfach nur, die Technik gibt es leider nicht her. Und ich hoffe, ihr versteht das auch, dass ich halt noch nicht in Ausbildung bin oder so, dann Arbeit und momentan auch nicht wirklich die Kohle da kriege ich irgendwie so solche Einnahmen oder so durch Arbeit oder so. Und ich mir dadurch halt auch nicht irgendwie jetzt gerade einen krassen PC leisten kann oder so. Und dass deshalb auch öfters mal nicht so die krassen Spiele gibt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen. Aber da müsst ihr euch auch keine Gedanken machen, weil irgendwann, ja, vielleicht sogar schon Ende nächstes Jahres, habe ich vielleicht sogar schon einen viel besseren PC. Und dann kann man dann auch mal sagen, gut, wir scheißen jetzt mal drauf und machen mal was ganz Beklopptes, ne? Aber das muss man dann halt mal gucken, wie es dann aussieht. Und ich habe auch schon vorgehabt, mal Livestream anzufangen. Aber da ist das Ding, ja, da gibt es die Technik halt auch wieder nicht so richtig her. Das läuft bei OBS auch noch nicht so ganz, wie ich will. Ich habe zwar alles schon eingerichtet, Chatbox, Donations, alles Mögliche mit Sound und GIF und alles. Habe auch in OBS alles richtig eingefügt, nur so wirklich funktionieren will das dann auch nicht, weil der Sound ist da. Also wenn ich jetzt eine Test-Dings schicke, dann ist der Sound zwar da, aber die Donation wird zum Beispiel nicht angezeigt, es steht keine Schrift da, kein GIF, es ist nur der Sound und die Chatbox wird ebenfalls nicht angezeigt, es ist alles richtig angeordnet, also nichts irgendwie, dass ich die Donations hinter dem Titelbild da oder hinter meiner Facecam versteckt oder so eine Scheiße. Es ist alles richtig angeordnet, aber es funktioniert einfach nicht. Fragt mich nicht warum, ich habe schon viele Videos geguckt, aber keins hat so wirklich geholfen. Ich glaube, es liegt einfach am PC, ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Sollte ich mal einen besseren PC haben und es lohnt sich, dann werde ich auch definitiv auch noch ein bisschen Geld ins Equipment fürs Livestreaming reinstecken. Und dann werde ich auf jeden Fall auch öfters mal auf Twitch streamen. So. Und dann werde ich dazu auch noch nebenbei noch parallel YouTube machen. Und vielleicht kann ich euch dann sogar noch ein bisschen mehr bieten. Ja, ich will gar nicht eigentlich jetzt hier so krass Werbung machen, aber eine Kleinigkeit wäre da noch, Leute. Falls ihr noch Interesse habt und ihr wollt noch ein bisschen mehr von mir sehen, unten in der Beschreibung habe ich euch noch zwei Kanäle verlinkt, die ich noch betreibe, ja. Einen davon betreibe ich mit meinem Freund, da machen wir so ein bisschen Satire-Rap-Kram. Da könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und der andere Kanal, das ist dann einfach was von mir, wo ich halt Musik mache, ja. Das ist dann so Rock, Heavy Metal und auch ein bisschen Blues-Kram. Ist so ein bisschen Mischmasch, es sind nur ein paar Demo-Songs momentan drauf. Ja, das sind so die ersten Versionen von allerersten, ja. Die Anfänge der Anfänge. Vieles davon habe ich auch schon ein bisschen umgeschrieben. Aber falls ihr Bock drauf habt und wollt euch das mal anhören, unten in der Beschreibung sind die Links zu den Kanälen. Oder falls euch das irgendwie zu blöd ist, dann geht einfach auf meinen Kanal, drückt auf Übersicht und dann scrollt ihr einfach ganz nach unten. Dort habe ich beide Kanäle aufgelistet. Das wäre dann einmal UPR Music und Max Herm steht. Da könnt ihr dann reinschauen und mal reinhören, wenn ihr wollt. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viel Werbung machen. Auf jeden Fall noch mein großes, großes Dankeschön für die 110 Abonnenten. Zum jetzigen Zeitpunkt, das könnte sich natürlich auch bis morgen wieder ändern. Ich habe keine Ahnung, es ist komplett bescheuert und ein bisschen unwirklich, aber ich freue mich halt echt drüber. Und ich hoffe, dass ich euch auch weiterhin mit gutem Content beliefern kann, der euch auch ein bisschen interessiert. Und auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön an alle. Ihr seid eine mega geile Community. Wenn ihr einen Wunsch habt, ob es jetzt ein Videospiel ist oder eine Szene von SpongeBob oder sonst was, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ich werde gucken, was ich machen kann. Und ja, Freunde, wie gesagt, ich lese mir auch jeden Kommentar durch und antworte gegebenenfalls auch. Wenn ich nicht sofort antworte, habe ich halt einfach keine Zeit oder whatever. Also nehmt das auch nicht zu persönlich. Ich lese mir jeden Kommentar dann spätestens nach ein, zwei Tagen auch mal durch, wenn ich dann mal dazu komme. Und ja, an der Stelle, Freunde, danke ich euch fürs Einschalten. Nochmal ein mega, mega großes Dankeschön. Ja, ist einfach eine krasse Sache. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch weiterhin so gut laufen wird. Und wie gesagt, Leute, denkt immer an den Aspekt, dass ich das definitiv nicht wegen des Geldes mache, sondern einfach wegen dem Spaß, weil es einfach für mich ein Hobby ist. Zocken war für mich schon immer ein Hobby und das wird es auch immer bleiben. Und ich mache das wirklich nicht zum Kohlescheffeln, sondern einfach, weil ich damit Leute entertainen will.
Und ich denke, das ist eigentlich auch ein guter Ansatz, womit man, ja, ein Video produzieren kann. So, ich will jetzt gar nicht mal so lange labern, Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, whatever, was auch immer gerade bei euch ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. 100 Abo-Special und so weiter und so fort. Das wird demnächst noch kommen. Ich habe auch demnächst noch 2 Let's Plays auf dem Channel. Auf dem Kicker. So, die ich auch noch hochladen werde. Da werde ich aber erstmal noch ein bisschen vorproduzieren und muss noch mal ein bisschen gucken wegen Technik, ob das funktioniert. Und dann werdet ihr das auch demnächst sehen, in den nächsten 1-2 Wochen. Und dann werden diese Let's Plays auch parallel laufen. Das heißt, ein Tag kommt das, der nächste kommt das und dann geht das immer so weiter. Und ja, wenn das zumindest so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das müssen wir noch rausfinden. Und an der Stelle, Freunde, danke ich euch fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und nochmal ein großes, fettes Dankeschön für die 100 Abos. Ciao.